Hi, ich bin Saki. Schaut mal hier, es ist endlich wieder soweit. Es ist Holunderblütenzeit. Mann, wie habe ich auf die Zeit gewartet, denn mein Holunderblütensirup vom letzten Jahr ist natürlich schon lange, lange verbraucht und ich will mir unbedingt neuen machen, wie jedes Jahr, denn der ist doch einfach zu lecker. Als ich jetzt gerade beim Sammeln war, ist mir die Idee für ein kleines Infovideo gekommen, denn jedes Jahr zur Holunderblütenzeit kommt auch immer wieder die Frage, wie sieht es denn mit Verwechslungsgefahren beim Holunder aus? Kann man ihn mit irgendetwas verwechseln? Und es ist tatsächlich so, diejenigen, die sich nicht ganz so mit Pflanzen beschäftigen, für die besteht tatsächlich eine geringe Gefahr, den Holunder, den schwarzen Holunder, den wir verwenden, zu verwechseln, und zwar mit dem giftigen Zwergholunder oder auch Attich genannt. Und der ist sogar zur Blütezeit am giftigsten. Und man sollte wissen, wie er aussieht, wie man ihn vom schwarzen Holunder unterscheiden kann. Das wichtigste Merkmal überhaupt, und damit fährst du eigentlich total sicher, ist im Namen des Zwergholunder verborgen, nämlich Zwerg. Zwergholunder, das ist eine Holunderart, die nicht besonders hoch wächst. Die Pflanzen werden maximal bis zu 2 Meter hoch. Und wenn du also, wie ich jetzt gerade hier, an so einem Busch sammelst, der weit, weit höher ist als ein durchschnittlicher erwachsener Mensch, dann kannst du schon mal sicher sein, das ist auf keinen Fall der Zwergholunder. Ich habe jetzt hier in der Nähe keinen Zwergholunder wachsen, aber das macht nichts. Ich habe in meiner Datenbank ein paar Bilder dazu und ich erkläre euch ein bisschen was dazu und dann gehen wir noch mal ein bisschen genauer auf die Unterschiede ein. Und als erstes gucken wir uns mal die Blüten an und dafür kommt doch einfach mal näher. Das hier ist jetzt die Blüte des essbaren schwarzen Holunder. Diese Blüte kannst du verwenden und wie du siehst, handelt es sich um weiße Blütenblätter mit gelben Staubbeuteln. Die Blüte des Zwergholunder ist auch weiß, oftmals aber auch so leicht rosa und mit roten Staubbeuteln. Und ein sehr, sehr gutes Merkmal, um die beiden Blüten zu unterscheiden, ist ihr Geruch. Den Geruch des schwarzen Holunders, den kennst du bestimmt vom Spazierengehen, wenn man an so einem Busch vorbeigeht. Das ist einfach ein sehr angenehmer, leicht süßlicher Geruch. Wenn du deine Nase mal in die Blüte von so einem Zwergholunder reinsteckst, wirst du eher angewidert sein, denn das ist ein ganz unangenehmer Geruch. Hier siehst du jetzt die Blätter des nutzbaren schwarzen Holunder und wie du siehst, sind die Blätter ja fast so ein bisschen rundlich, eher als oval zu bezeichnen. Manche der Blätter sind etwas mehr rundlich als andere, die dann ein bisschen langgezogen sind. Aber jetzt zeige ich dir mal im Vergleich ein Bild von den Blättern des Zwergholunder und hier kannst du ganz klar sehen, die sind noch viel, viel länger gezogen und das nennt man dann lanzettartig. Und mit diesen drei Merkmalen kannst auch du auf einfachste Art und Weise den schwarzen Holunder vom Zwergholunder unterscheiden, dir deine eigenen Holunderblüten sammeln und damit dann wunderbare Sachen in der Küche machen, wie zum Beispiel Holunderblütensirup, den man für viele, viele, viele Dinge verwenden kann. Ich mache mir den jedes Jahr, der ist einfach so lecker. Wer den noch nicht probiert hat, muss das unbedingt machen. Ihr verpasst was, wirklich, glaubt mir das. Wenn du wissen willst, wie man Holunderblütensirup herstellt, dann schau mal auf meinem Kanal in meiner Playlist Sakis Küche und dort gibt es das Video Holunderblütensirup. Okay, viel Spaß mit Holunderblüten, bis demnächst.